So, wie ihr es gehört habt, R2 hat da was Neues auf dem Tisch entdeckt. Er ist neu, beziehungsweise er hat es mal auf dem Tisch entdeckt, da wusste noch nicht, dass ich den habe mittlerweile. Heute geht es um Welle 7 erneut, diesmal Rebellenseite, der Carving. Als Größenvergleich einfach mal, wenn ich gleich ausgepackt habe mit euch. Zwei der Gerax, die ihr aus dem vorherigen Video kennt. Dass ihr einfach mal die Dimension seht, noch einmal live quasi. Oder ja, auf dem Tisch an sich, wie groß das Ding eigentlich ist. Jetzt würde ich sagen, machen wir gar nicht lange rum. Und fangen an, den Guten mal auszupacken. Um mal zu gucken, was er eigentlich so mitbringt. Hier sieht man wohl schon diese neue Bombe, die er mitbringt. Jede Menge Karten. Schauen wir uns gleich genauer an. Ah, das wusste ich jetzt nicht. Jetzt sehen wir mal die Flugmanöver vom Carving. Ich wusste nicht, dass der echt so behäbig ist, so langsam. Zwar kein rotes Manöver, vier grüne, aber das ist ein bisschen ans Lambda Shuttle. Jetzt nicht gedacht, dass er doch so eingeschränkt dann sein wird. Wenn man mal so auf den Text liest, dass es das Schiff war, die, ja, was viel voraus war an Feuerkraft und Geschwindigkeit. Das ist schon so drauf. Ja genau, hier stand er drauf, was Geschwindigkeit und Feuerkraft anbelangte, stand er außer Konkurrenz. Also müssen wir mal noch gucken, liegt vielleicht wenn an diesem Slam-Triebwerk oder was auch immer das sein wird, oder Flugmodus. Dass er deswegen außer Konkurrenz war, von den Standardmanövern ist er jetzt echt nicht gerade der schnellste. So, hier ist er schon mal. Also, ich glaube, wenn man das Plastik einschmelzen würde, würde man zwei Kirax rauskriegen. Das ist ja richtig heftig. Heftig halt, dass es das erste Schiff ist, auch mit 360 Grad rundum quasi zum Schießen als Primärwaffe. Und das ist vor allem trotz der Mega-Tragflügel noch als kleines Schiff gilt. Ist auch sehr umstritten in der Community, dass man wirklich noch das als kleines Schiffsmodell auslegt, weil es einfach auch eine andere Preisklasse hat. Er ist etwas teurer als diese beiden. Hübsch. Ja, also mein Fall ist er jetzt nicht. Mir ging es, muss es leider wirklich sagen, eher um die Kannen, die darin enthalten sind, diese neue Bombe, als ums Modell an sich. Also wenn ich mir noch einen zweiten zulege, entweder werde ich den zerlegen, einen Wrack daraus machen, so Trümmerteile, oder ich nutze vielleicht Teile für Umbauten für meine Bastelprojekte, wie ihr dann bei der MC1402 gesehen habt. Vielleicht gibt es da irgendwas, was ich da mitverwenden kann. Zum Beispiel diese Raketenaufhängung wäre ganz cool, oder die Schubdüse. Vielleicht auch die Cockpits quasi noch einmal für Kanonierkanzeln oder so irgendwas. Natürlich, diese kleine wäre auch ganz cool für Geschütze an anderen Objekten, vielleicht noch an der MC1402, bräuchte ich sie jetzt nicht, aber wer weiß, was ich noch so bauen werde. Aber genug davon, jetzt packen wir mal gerade die Karten aus. Die Stanzbögen zeige ich auch einfach mal kurz, für die, die noch nicht geholt haben. So, die Stanzbögen. Einmal hier die besagte neue
Bombe nehme ich jetzt an. Was das für Marker sind, weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, was das genau ist. Müssen wir uns jetzt alle zusammen anschauen. Auch diese Marker sind frisch. Ionmarker kennt jeder, Schildmarker kennt auch jeder. Hier noch der andere Bogen. Ja, die Zielerfassungsmarker. Der geht ja noch, aber dieses SS, gut, war klar, dass es irgendwann kommt, aber ja, lassen wir mal so, wie es ist. Okay, Piloten, ein 8er und ein 6er Pilot liegen bei. Ich habe mich wirklich kaum vorab informiert, da mir das Modell einfach wirklich nicht so zusagt, was das selbst kann, eher um die Karten. Noch der kleine Pilot, ein 2er. Dass man halt sagen muss, 5 Rumpf und 4 Schild ist echt heftig für so ein kleines Schiff. Und hier noch ein 4er Pilot. Hier nochmal das Manöverrad. Es ist echt ungewohnt, mal wieder ein Schiff zu haben, was keine 4 oder 5 fliegen kann. Auch keine harte 30 Grad oder weich oder harte 1 von den Kurven. Das ist ja gewöhnungsbedürftig dann. So, packen wir mal die Karten aus. Pilot Nummer 1, die Miranda Doni. Cooler Effekt. Einmal pro Runde darf man sich aussuchen, ob man ein Schild ausgibt, dass man Angriffswürfel mehr kriegt. Oder man würfelt einfach ein weniger und kriegt dafür ein Schild wieder zurück. Also das ist... Da muss ich euch was einfallen lassen, der Effekt. Einfach so von der Beschreibung finde ich den extrem cool jetzt. Oh, mal ein Carving mit anderem Farbmuster. Ich denke, es werden auch einige sich vielleicht dann so wirklich anmalen. Ich werde jetzt im Moment noch keine Modelle ummalen. Kirax später vielleicht oder Z95, das ist einfach mehr wie Weltraumpiraten aussehen, aber bei den Rebellen habe ich es jetzt erstmal nicht vor. Das ist auch cool. Man kann Fokusmarker von ihr nutzen, als wären es die des eigenen Schiffes, was dann gerade schießt. Die Ausrüstung ist halt echt brutal. Ein Geschützkandes kann da Carving nehmen, zwei Proton-Torpedos, also zwei Torpedo-Slots, ein Raketen, eine Crew und noch zwei Bomben. Also 7 Symbole im Prinzip. Das nenne ich mal echt heftig. Dazu ist ja jetzt noch nicht auf der Leiste modifizierte Schiffe als Modifikation und Elite-Talente können die wohl nicht. Muss ich gleich mal genauer gucken. Der ganz normale Vierer-Pilot. Hier sieht man Sternzerstörer im Hintergrund. Ach, wobei, ich sehe gerade. Also das ist auf der Planetenoberfläche okay, aber cool, dass man hier einen Sternzerstörer mal sieht wieder als Bild. Ich meine, für X-Wing ist außer Frage, werden die nie kommen, aber vielleicht liefert uns man, kriegt man ja vielleicht irgendwie mal ein Szenario-Paket. Man hat es vom Netz schon gesehen, einige haben sich selbst so Sternzerstörer-Karten gebaut, wo man quasi vor der Kommandobrücke rumfliegt. Wenn ich es nochmal finde, diesen Link, dann stelle ich euch mal mit dazu. Vielleicht könnt ihr es angucken, falls ihr es noch nicht kennt. Gut, Bombenregelkarte ist klar. Jetzt kommen die neuen Bomben. Ah ja, okay. Die kleine Ionenbomben. Das große Ding hier, dieses sanduhrförmige. Das Connernetz. Keine Ahnung, was das ist. Das schauen wir gerade. Okay, jedes Schiff in Reichweite 1 zur Explosion dieses Ionenbombenmarkers kriegt 2 Ionenmarker. Ist echt cool, kann man Schwärme total ausbremsen. Also da muss ich gerade an meine Y-Wings denken, weil ich spiele zum Beispiel sehr gerne Y-Wings. Wenn eine von denen eine Bombe abschmeißt, dann sind mal die verfolgenden Jäger erstmal abgehängt eine ganze Weile. So, heute zum Connernetz. Auch krass. Das Schiff kriegt einen Schaden und zwei Ionenmarker und
Der Schritt Aktion durchführen wird sofort übersprungen. Heftig. Aber ich bin jetzt gerade eher Fan von der Ionenbomben, muss ich gerade gestehen. Aktion Slam, über die wird sehr viel im Internet diskutiert. Ich habe mich, wie gesagt, damit noch nicht so befasst. Es ist das einzige Schiff, was diese Aktion durchführen kann. Also auch die A-Wings oder die TIE-Abfangjäger können alle dieses Slam nicht mehr machen. Also, ich denke, da wird aber irgendwann mal noch eine Nachrüstung sein, dass man es für Schiffe dann dazu kaufen kann als Aktion. Also, ich denke, in der nächsten Welle oder der übernächsten wäre das auf jeden Fall mit einer Aufwertung einführen. Okay, man darf es nicht als freie Aktion durchführen, von dem her wäre, muss ich jetzt gleich mal gucken, ob die meine Talente ausführen wird. Nee, können sie tatsächlich nicht, okay. Jetzt mit Push the Limits wäre jetzt noch überlegen gewesen, aber die haben wirklich keinen Elite-Slot. Das ist wohl wahrscheinlich wirklich so jetzt. Werde ich mich aber auch nochmal gleich schlau machen. Man darf es auf jeden Fall nicht als freie Aktion durchführen und... Okay, das ist der Waffendeaktivierungsmarker. Einfach für den Gegner, so weiß. Okay, als Aktion hat es dieselbe Geschwindigkeit nochmal geflogen, das Manöver raus, was es zuvor bei der Bewegungsphase genutzt hat. Da verschießt es die Runde nicht. Cool ist aber allerdings, man kann trotzdem seine Bomben abschmeißen. Weil Bomben werden vor der Bewegung aktiviert, daher ist es sehr gut kombinierbar. Vor allem kommt man echt sehr weit aus dem Feuerrange raus. Von feindlichen Schiffen, wenn sie vielleicht gerade hinter einem sind oder seitlich dann versuchen in die Flanke reinzufallen. Macht man sich echt cool aus dem Staub. So, soviel zu den neuen Regeln. Gehen wir jetzt aber mal zu den neuen Ausrüstungskarten. Natürlich mit dabei, weswegen ich es mir auch geholt habe. Das hier, Zwillingslasergeschütz. 6 Punkte, natürlich etwas stolz, aber als das erste Geschütz von allen kann es 2 bis 3 von der Reichweite schießen. Außerdem wird der Angriff gleich zweimal durchgeführt. Aber mehr wie ein Schaden kann der Verteidiger nicht nehmen. Oder? Moment, schauen wir mal. Hab's jetzt falsch verstanden. Jedes Mal, wenn dieser. Okay. Ist krass. Also, das wird heute Abend auch ausprobiert. Wird mal auf die Vikings gepackt. Noch eine neue Karte, Plasma-Torpedos. Dann nimmt der Verteidiger einfach mal einen Schildmarker weg. Auch cool. 2 bis 3, 4 Würfel. Hohe Wahrscheinlichkeit damit zu treffen. Liegt einmal nur bei allerdings. Das Zwillingsgeschütz war zweimal dabei. Auch was Neues. Wie jetzt da so die Nachfrage war, wüsste ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es ein cooles Bild. Mit diesem B-Wing da als Ziel. Und ja, man hat die B-Wings echt selten auf Star Wars Bildern drauf, leider. Und es ist eigentlich ein sehr beliebtes Schiff. Okay, da ist das Ziel, kriegt eine offene Schadenskarte. Danach wird alles negiert. Also ein Crit. Ist auch sehr gefragt, gerade mal ein Punkt als Crewmitglied und man darf es einfach mit einer geraden 2 auslegen, diese Bombe. Ich denke, das wird auch sehr gefragt sein, gerade bei großen Schiffen. Hier das Connor-Netz, 4 Punkte. Auf jeden Fall cooles Bild, gerade mit diesem Netz, was es wirklich wirft, dann...
Hat echt was. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Oh, hier seht ihr mal im Hintergrund den neuen Typher Gelder. Für die, die ihn noch nicht kennen, das wird das nächste Schiff, was ich vorstelle in dem Video. Die Karte ist sehr beliebt. Man bekommt einen Munitionsmarker zu seinem Schiff. Das sind diese Raketendinger hier. Ja, klar. Diese hier. Und man hat dann quasi, wenn ich jetzt den Plasmatorpedo ausrüste, diesen Marker drauf, das ist die Markierung für meinen Gegner, dass er weiß, da ist noch ein Torpedo. Also man hat zwei statt einen von diesen Plasmatorpedos jetzt. Wenn ich jetzt einen abfeuere, lege ich den ab, dann weiß der Gegner, ich habe noch einen. Echt ganz cool, ist auch sehr quark. Schade, dass ausgerechnet der ist nur ein einziges Mal dabei ist. Also wenn ich mir den Carving nochmal hole, ich weiß es jetzt nicht, ob der Punisher den auch hat. So einen Punisher werde ich mir auch holen, einen zweiten Carving, wie gesagt, zum Zerlegen dann eher als zum Spielen. Auch wenn es echt ein bisschen weh tut vom Preis her, aber ist dann halt nun mal so. Ionenbomben haben wir vorhin schon grob beschrieben. Das Bild halt ist auch nicht schlecht. Ist noch halt echt noch am Rumdümpeln durch im All. Und hier die Modifikation. Eigentlich mal eine Aufwertung für den Carving, die er selbst mitliefert. Man darf sofort eine freie Aktion nach dem Slam durchführen. Also, ich habe jetzt fast die Befürchtung, dass das bei den Turnierschiffen echt oft mit dabei sein wird, weil man einfach so agil ist. Muss man mal abwarten, wie sich das so entwickelt. Auf jeden Fall habt ihr jetzt mal so gesehen, was ihr so mitgeliefert bekommt bei dem Carving. Ich hoffe, das hilft euch auch bei eurer Kaufentscheidung. Ich habe jetzt nur bei meinem lokalen Händler schon gesehen, so viele hat er nicht mehr davon. Also ihr solltet echt nicht zu lange warten wie bei jeder X-Wing-Welle, nicht, dass ihr dann dieses Schiff verpasst und erstmal überteuerte Preise bei eBay zahlen müsst oder euch lange gedulden müsst, bis die nächste Ladung wieder hier im Lande ist. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal beim Typher Gelder. Ciao!